Moin liebe Leute, herzlich willkommen. LS17, neue Folge auf der nordfriesischen Marschmap beginnt. Und zwar mit einem schönen Cosplay-Kurs. Wir nehmen mal auf, versuchen hier mal so ein bisschen, oh Gott, nochmal Grund reinzukriegen. Ist vielleicht schon mal fast schon zu spät. So, wieder zurück. Dann soll er hier zurückfahren. Dann fährt er wieder nach vorne. Soweit es denn geht. So, und fährt wieder nach hinten. Leider hat er natürlich jetzt kein Schiebeschild. Ansonsten könnten wir ihm tatsächlich sagen, hier fahren wir diesen tollen Cosplay-Kurs. Das muss aber so gehen. So, dann sagen wir, fahr wieder vorwärts und bis hierhin. Und dann sagen wir, Überführung, Abfahrer einstellen. Ist ein bisschen blöd vor dem Startpunkt. So, was ist er denn jetzt verdichtet hier? 14%, 15. Der macht ganz gute Arbeit. Der wird relativ schnell uns das verdichten können, glaube ich. Der wiegt ja doch ein bisschen. Und wir holen einfach schnell mal noch den Rest vom Feld. Und dann, was machen wir noch heute? Wir gucken, was die Mehlproduktion und ja, wir sind fertig mit Seen, das heißt, wir können natürlich das wieder, da müssen wir gleich zurück. Wasser, wir können überlegen, ob wir unsere Milch hier zum Beispiel einmal selber verkaufen, um mal zu zeigen, dass das Ganze auch funktioniert. Dann wissen wir auch, dass wir das Kottefass zumindest einmal sinnvoll nutzen können. Ansonsten hatten wir dafür bisher keine richtig gute Verwendung. Alles mussten wir mit dem Anhänger machen. Och, hat durchdrehende Reifen. Hat er sich irgendwie auf dem Silageberg schon festgefahren. Gucken, ob er sich befreit kriegt. Ansonsten muss er ein bisschen warten, bis wir voll sind und wieder da sind. Das dauert natürlich. So, aber über Nacht wird es natürlich gleich schneller gemacht. Heißt auch, hat den großen Vorteil, auch die Paletten werden natürlich schneller produziert. So, und aus Zeitgründen, liebe Leute, muss ich sagen, ich glaube, dieses Wochenende wird es eng mit 2 Folgen täglich. Ich würde es nochmal versuchen. Mit Glück. Mal gucken, vielleicht kriege ich sogar hin, beide Tage 2 Folgen euch zu zeigen, aber sie werden keine übermäßig lange Folgen, also dann zweimal eine Viertelstunde so ungefähr, so wie in den letzten Wochenenden, damit wir ein bisschen vorankommen hier. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Zeit wieder, um Neuerungen einzubauen, zu testen und irgendwann mal mit Version 2.0 zu veröffentlichen, aber bisher gibt es dafür noch keinen Zeitplan. Also ihr braucht nicht nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende darauf hoffen, dass Map-Version 2.0 schon am Start ist. Wir haben ja jetzt gerade die 1.9 gestern rausgehauen. Das sollte auch für einige Tage Spielspaß sorgen, reichen, wieder mit den Neuerungen da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ansonsten, ne, Business as usual, so wie gehabt, einfach weitermachen. Ist ja immer noch Landwirtschaftssimulator. Und nicht Produktionssimulator, Handelskettensimulator, wie auch immer. Man kann natürlich noch eine Menge machen. Es wird auch noch über die Zeit hier eine Menge Neues auf der Karte geben. So viel sei schon mal sicher. Wobei jetzt mit 1.9, ne, wenn das mal nochmal zusammenfasst, für diejenigen, die jetzt das erste Mal reinschalten, das nicht genau wissen, alle anderen hören weg, wissen es vielleicht. Zusammengefasst nochmal, 1.9 hat die Mehlproduktion neu hinzugewonnen. Es gibt Weizenmehl, Gerstemehl und Roggenmehl. Alles ist sozusagen, aber nachher Mehl, unabhängig davon, womit es hergestellt worden ist. Ob nur Gerste, Weizen oder Roggen, alles ist Mehl, was zur Weiterverarbeitung verwendet werden kann. Und die Paletten, egal welche Palette, kann bei den Supermärkten Edeka, der schon auf der Karte war, und dem neuen Lidl, der neu hinzugekommen ist, verkaufen. Also das ist eine Neuerung, neuer Supermarkt, Verkaufsstellen für die Paletten.
aus Zuckerrüben macht's mit Wasser, macht Zucker. Auch das ist natürlich eine Neuerung der Map-Version 1.9. Die Zuckerrüben. Was macht er denn hier? Haben ein bisschen Verwendung gefunden. Nicht einfach nur verkaufen, sondern Zucker herstellen und die Zuckerpaletten zum Beispiel an den Supermärkten verkaufen. Die Milchträger sind verbaut, dass man mit Überladeschläuchen hier arbeiten kann. Das gilt auch für das Klärwerk und für die Dieselraffinerie. Auch dort hat man jetzt ja, Diesel, also die Schläuche sozusagen vom Cotoneer-Salpack funktioniert. Der Hackschnitzelproduzent und der... Schon wieder durchdrehende Reif. Was macht er denn die ganze Zeit? Der Hackschnitzelproduzent und das Sägewerk können jetzt per Anhänger beladen werden, vom Abraum her. Ist nicht mehr zwingend notwendig, hunderte von Förderbändern irgendwo zu verteilen, sondern man spart sich die Förderbänder und kann direkt abladen. Natürlich für diejenigen, die gerne Förderbänder, man hat weiterhin die Möglichkeit, per Schaufel oder mit Förderband abzuladen. Ich selbst werde aber wahrscheinlich in näherer Zukunft meinen ganzen Schwung Förderbänder verkaufen. Und ja, ganz mal auf die Überladerfunktion setzen. Ja, es nervt doch, dass Serie 7er die ganze Zeit durch den Reifen ist. Warum? Was macht er denn? Er soll ja auch nicht wenden. Eigentlich sollte er nur vor- und zurückfahren. Hätten wir das Ganze vielleicht ein bisschen mittiger ansetzen sollen und nicht so links, rechts, oben, unten querfeldein. Naja, die letzten beiden Ladungen hier, das reicht noch nicht ganz. Dann müssen wir nochmal versuchen, den Deutz wieder zu befreien. Da müssen wir mal gucken, es ist ja schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal nach dem Mehl geguckt habe. In der ganzen letzten Folge waren wir eigentlich hier damit beschäftigt. Und jetzt ist ja doch die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten. Hier, es wird bald dunkel. Der Bäcker und die Mehlfabrik sollte eigentlich für uns schon gut produktiv gewesen sein. So, dass wir dann mal auch irgendwie die Paletten mal zu den Supermärkten bringen könnten. Dass wir zumindest noch mal ein bisschen Einnahmen machen. Reicht noch nicht ganz. Eine schöne Linie noch und die kleine angebrochene. Und vorne auf der Ecke war, glaube ich, auch noch so eine kleine angebrochene. Das würde ich auch jetzt hier nochmal... Okay, nee, wir packen das jetzt noch in den Silageberg und die letzte Ladung, die nicht mehr ganz so viel sein wird, Koppels Hoflager. Als sonst, ja, direkt Grasfutter, bevor die Tiere da verhungern, kein Kraftfutter haben, was auch immer. So, kriegen wir dich jetzt nochmal befreit eigentlich? Hängt er immer wieder genau da, wo er gerade eben auch schon hing, ja. Das geht also nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie ist der Kurs nicht so gut eingefahren, scheint mir. Habe ich doch ein bisschen wirr eingefahren, das Ganze. Ja, hier muss man auch echt überlegen, ob man das Ganze jetzt nochmal sauber zusammenschiebt. Und dann irgendwie rückwärts ranfährt, einfach zum Abladen, weil irgendwie kriegen wir Probleme hier.
Aber wir haben auch keinen Traktor mit Zwillingsreifen. Dann müssten wir den anderen mal umrüsten. Sonst müssen wir hier selber die ganze Zeit hoch und runter fahren. Das macht natürlich immer nicht so viel Spaß. Ich bin ja lieber derjenige, der ein bisschen Cosplay-Helfer hier fahren lässt und das Ganze wird schon eben verdichtet. Ich weiß gar nicht, wie weit ist es denn verdichtet? 21%? Ja, nee. Was meint ihr, wie lange wir da zugange sind? Was ist denn jetzt hier? 356.000 haben wir schnell zusammengekriegt. Das war gar nicht so schlecht, ne? Wir testen das nochmal. Kursaufzeichnung beginnen. Stopp. Zurück. Machen wir jetzt nur einfache Variante. Dann sagen wir wieder nach vorne, sagen Stopp und Abfahrer einstellen. So, Kollege. Fährt schon mit Licht, dann machen wir auch Licht an. Oh oh. Ja, schafft das noch? Oh, ich würde ihn noch jetzt nicht wieder rausnehmen da aus seinem Cosplay-Kurs. Wir haben echt Probleme und kriegen den Trailer da wieder raus. Ah, gut, geschafft. So, jetzt kann er weiter verdichten. Hoffentlich am Haufen vorbei. Wir holen schnell die letzte Ladung. Die, wie gesagt, wollten wir eh ins Hoflager reinkippen. Dann nehmen wir den kleinen Schwung hier vorne noch mit. Okay, hat nicht runtergemacht, ne? Angemacht, ja, aber nicht runter. So, nochmal zum anderen Feldende, die letzten beiden Bahnen. Und dann haben wir es. Haben wir ein bisschen Gras gesammelt. Der Sammelwagen, unser bester Freund in den letzten 10, 15 Folgen. Und dann wollen wir gleich aber auch noch mal zum Bäcker gucken. Ja, oder es gibt doch zwei Folgen heute. Ich glaube, das müsste ich dann gerade noch hinkriegen, zeitlich gesehen. Ihr habt ja auch bestimmt Bock dazu, freut euch bestimmt, wenn es noch eine zweite Folge gibt. Zumindest der ein oder andere wird es wahrscheinlich positiv wahrnehmen. Und dann kommen wir in der zweiten Folge. Dann gibt es die hier wieder Samstag um 12 und dann gibt es um 15 Uhr bekanntlicherweise noch eine Folge zur Standardveröffentlichungszeit von LS 17 in der Woche. Am Wochenende die Folge um 12 dann zusätzlich. Und dann werden wir auf jeden Fall unser Brot, unser Mehl, das Ganze bringen wir dann zu den Supermärkten. Gucken wir in der nächsten Folge, wo wir tatsächlich am besten die Preise, wo die besten Preise aktuell zu erzielen sind. Natürlich, wenn wir alles auf einmal mitnehmen, Mehl und Brot, wäre es gut, wenn die besten Preise auch bei ein und denselben Supermarkt sind, weil sonst könnt ihr euch vorstellen, haben wir das Problem. Guck mal, das können wir auch noch mitnehmen, ja? Dass wir natürlich eine Palette unter Wert verkaufen oder das blöd trennen müssen. Ich will nicht zweimal dann fahren. Wenn, dann nehmen wir alle Paletten, die da jetzt produziert sind, wahrscheinlich mit. Müsste auch eigentlich machbar sein. Eingestellt ist eigentlich eine Palette pro
Ingame-Stunde sozusagen, pro Spielstunde. Also Ingame-Spielstunde. Und da haben wir jetzt halt auch schon ein paar, seitdem wir nicht geguckt haben. Also ich denke, zwei, drei Paletten müssten da ja stehen. Ansonsten hauen wir die Nacht durch. Und ja, Gras lagern wir nochmal ein. Stopp, stopp, stopp. Dann haben wir erstmal genug gesammelt. Wir könnten natürlich noch ein weiteres Feld machen, um den Silageberg am Hof schon richtig groß zu gestalten. Aber wir kriegen ja bald Mais, ne? Aber Mais ist eigentlich eher gedacht dafür, dass oben bei der BGA Süd, also unten bei der BGA Süd, hinzukippen und das auch im größten Teil direkt zu verkaufen. Dann nachher später mit Förderbändern natürlich. Da bringen wir dann die Förderbänder im Zweifel hin, die wir über haben. Oder nee, wir verkaufen einfach die, die wir über haben und kaufen uns dann zwei oder drei neue. Alles andere macht da, glaube ich, wenig Sinn. So, sollen wir mal schnell mal zu ihm gucken, wie viel er verdichtet hat oder ob wir da selber noch zwei, drei Mal mitfahren. Das Ganze machen wir dann nachher. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr einen Kommentar, ein Like hinterlässt, wenn ihr dabei bleibt und mich mit einem kleinen Like unterstützt. Ne? Bis dahin und tschüss.